Also die Türkei hat gute Beziehungen zum Russland Putins und natürlich gute Beziehungen zu EU-Staaten und ist selbst ein NATO-Mitgliedstaat. Insofern kommt die Türkei, man kann sagen, die Türkei ist in einer privilegierten Lage, wenn sie anbietet zu vermitteln. Was ist denn der Nutzen Russlands heute für China? Das ist A, ein Lieferant von günstigen, billigen Rohstoffen. Und wenn Russland nicht mehr in an andere Abnehmer verkaufen kann, werden die Preise noch weiter sinken. Davon profitiert die Volksrepublik China selbstverständlich. Aber ein Markt ist Russland für China nicht. Beide Staaten, wie sie zuletzt bei der Eröffnung der Olympischen Spiele deutlich zu erkennen gegeben haben, sehen sich als Verbündete im Kampf gegen die Vereinigten Staaten von Amerika. Wie nützlich ist aber ein geschwächtes Russland als ein derartiger Partner noch für die Volksrepublik China? Ich denke, das ist kein besonders großer Nutzen. Ich sehe also nicht, wo China am Ende gewinnen kann.